DH40 CT ist eine Getriebebaumaschine mit integriertem Kreuztisch. Dadurch kann man diese auch zum Fräsen verwenden. Durch den sehr einfach neigbaren Kopf ist die Maschine gerade für den Stahlbauer, der Geländer fertigt, gut geeignet, um schräge Bohrungen in Profilen einzubringen. Die Maschine wird hauptsächlich eingesetzt im kleineren Stahlbaubereich sowie beim Landmaschinenmechaniker und im Werkstattbereich allgemein. Dadurch, dass die Maschine zum Bohren und Fräsen geeignet ist, ist sie eine echte Alternative zu einer reinen Getriebebohrmaschine. Durch die verfahrbare X- und Y-Achse ist ein genaues Positionieren beim Bohren und auch beim Fräsen möglich. Die Maschine hat ein Gewicht von 350 Kilo und einen maximalen Spindeltischabstand von 600 mm und ist dadurch auch für die Bearbeitung von größeren Bauteilen geeignet. Die Maschine hat ein sehr breites Drehzahlband von 95 bis 3200 Umdrehungen. Durch das im Ölbad laufende Stahlgetriebe können sehr hohe Drehmomente in der Bearbeitung übertragen werden. Was für viele Kunden wichtig ist, wir haben einen 400 Volt Anschluss an der Maschine. Ich habe einen polumschaltbaren Motor, dadurch kann ich mein Getriebe nochmal untersetzen. Ich habe eine Gewindeschneidfunktion an der Maschine. Ich habe einen Kopf, mit dem ich auch fräsen kann durch die Lagerung. Und was für viele auch unschlagbar ist, ist quasi der Preis von der Maschine.